Meines Erachtens wird es in diesem Markt mehr und mehr Wettbewerber geben, weil Open Innovation, Crowdsourcing ist heute in aller Munde. Und die Markteintrittsbarriere für diesen Markt ist vordergründig sehr tief. Im Prinzip könnten Sie eine Website aufsetzen und sagen, ich finde euch so viele Technologien, wie ihr nur möchtet, und ihr braucht mich erst zu bezahlen, wenn ich die gefunden habe. Das Problem damit ist, dass viele dieser Wettbewerber, die so an den Markt gehen, ziemlich schnell auch wieder verschwinden. Allerdings bringt es halt ein bisschen Aufruhr in den Markt. Wir sehen allerdings heute auch, dass eine Marke, eine vertraute Marke, sehr wichtig ist. Also viele unserer Kunden, die kommen heute zu uns, weil sie sagen, wir vertrauen Nine Sigma und wir wissen, dass wir mit euch gute Arbeit leisten können. Und wir sehen einen anderen ganz großen Trend, nämlich der, dass heute die Käufer von OI-Dienstleistungen sehr viel Selbstarbeit tun wollen, im Sinne von herauszufinden, wer sind die richtigen Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Das nennt man im Englischen the self-directed buyer. Klarer Trend für uns. Und da investieren wir heute auch im Sinne von Technologien vom Web, vom Internet, um den Self-Directed Buyers auch alle Mittel an die Hand zu geben, um eine gute Entscheidung treffen zu können, wer die richtigen Unternehmen sind, um mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, wahrscheinlich für Sie keine Überraschung. Und zwar erstens denke ich, dass der Trend der Verkürzung von Lebenszyklen sich fortsetzen wird. Das heißt, die Anforderungen an Innovationen werden weiter steigen. Je kürzer die Zyklen, desto höher im Prinzip die pro Produkt erforderlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Und da kommt natürlich auch Open Innovation zum Tragen. Das andere, was wir weiterhin sehen werden, auch das wiederum keine Überraschung, dass die Märkte weiter globalisiert werden. Wir sehen heute bereits, dass China nicht nur eine verlängerte Werkbank der westlichen Unternehmen ist, sondern auch selbst Werte erzeugt. So sieht man das beispielsweise daran, dass China heute führend ist im Anmelden von Patenten. Ich glaube, es ist heute Nummer 1 oder Nummer 2 in der Welt. Das heißt, wir werden diesen Trend auch weiterhin sehen können. Nicht nur von China, sondern auch von zum Beispiel Indien. Ja, zum Thema der Zusammenarbeit. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Startpunkt immer sein muss, die Anforderungen von Industrie und Wirtschaft. Weil was wir heute oft sehen, ist, dass Universitäten Forschung betreiben. Forschung ist oftmals natürlich für die Universität der Hauptzweck. Allerdings Wirtschaft und Industrie sehen Forschung und Entwicklung als Mittel zum Zweck. Der Zweck ist der, Produkte auf den Markt zu bringen. Das heißt, der Startpunkt jeder Anstrengung in Forschung und Entwicklung sollte eigentlich sein, wo sind die Märkte der Zukunft? Und wenn dieses gewährleistet wäre, wenn also Universitäten, Wissenschaft sich stärker orientieren würde daran, was die Wirtschaft heute wirklich nachfragt, nicht nur heute, sondern auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren, das kann auf jeden Fall, kann das auch durch Analysen, kann das festgestellt werden. Wenn das der Punkt wäre, wäre die Zusammenarbeit meines Erachtens nahezu garantiert. Eigentlich zwei Dinge. Erstens Impulse für die Märkte selbst. Wo geht der Trend hin? Was sind die Anforderungen heute von Industrie, Wirtschaft, aber auch von Wissenschaft in Bezug auf Innovation? Was sind die Anforderungen und was können wir als Unternehmen Nine Sigma dazu beitragen? Wo können wir einen Mehrwert liefern? Und das zweite ist Networking, also wirklich mit Partnern, potenziellen Kunden und so weiter zusammen zu sprechen und sich kennenzulernen.